Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was bedeutet das in Matthäus 10, Vers 34? War Jesus Christus etwa kriegerisch, martialisch? Erstens, wir müssen differenzieren zwischen verschiedenen Arten von Frieden. Es gibt den inneren Frieden, den ein Mensch innerlich hat. Das ist der Frieden des Herzens und des Gewissens. Diesen bringt Jesus Christus schon jetzt. Das sagt in Johannes 14, Vers 27. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt den inneren Frieden des Herzens und des Gewissens. Zweitens, es gibt den Frieden mit Gott. Das heißt, jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, hat keinen Frieden mit Gott. Er ist unversöhnt und in Feindschaft mit Gott. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Auch diesen bringt er jetzt schon. Und nun gibt es drittens den äußerlichen Frieden zwischen Menschen und Völkern. Diesen Frieden bringt er noch nicht und dieser Friede ist gemeint. Diesen Frieden zwischen Menschen und Völker bringt er aber im tausendjährigen Friedensreich. Wenn er regiert, wird Frieden herrschen zwischen Menschen und Völkern. Das sagt Micha 4, Vers 2 und Jesaja 32, Vers 17. Aber diesen Frieden bringt er nicht, stattdessen bringt er Schwert. Das heißt, das ist zweitens, das Schwert steht für Teilung. An der Person Jesu Christi teilen sich die Menschen. Für die einen ist er der Erlöser, für die anderen ist er der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. Das ist Teilung. Die einen glauben an ihn, die anderen glauben nicht an ihn, sind Ungläubige. Die einen werden durch ihn Kinder Gottes, die anderen bleiben Kinder des Teufels. Er teilt zwischen Licht und Finsternis, zwischen Glauben und Unglauben, ewiger Tod, ewiges Leben, Himmel und Hölle. Das ist Teilung, die er bringt. Dafür steht das Schwert. Und drittens, diese Teilung geht sogar durch Familien, zeigt der Vers 37. Diese Teilung nimmt vor Familien nicht Halt. Das heißt, die Eltern glauben an Jesus Christus, die Kinder nicht oder umgekehrt. Das heißt, diese Teilung geht sogar durch Familien. Das ist die Bedeutung von Frieden und Schwert.